Hey ho, meine Lieben, im Hintergrund wird gewerkelt, wir machen heute was Süßes. Auch wenn er mich jetzt vielleicht für bescheuert erklärt, weil die Zeit vorbei ist. Wer weiß, ob die Zeit nicht wieder angeht mit Harry Potter. Ja, ich hatte das Buch gesehen, ist aus dem Hehl Verlag, das inoffizielle Kochbuch für Harry Potter Fans. Ja, und Schatz hat sich da heute schon was rausgesucht. Und zwar, ja, brauche ich mittlerweile Kanarienwindbeutel. So sollen sie vielleicht aussehen, vielleicht auch besser. Und ja, was haben wir hier für Zutaten? Für den Teig 125 Milliliter Wasser, 25 Gramm Butter, 75 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke, 2 Eier. Ein MSP Backpulver, was heißt das? Eine Messerspitze. Eine Messerspitze. Für die Füllung 400 Gramm Sahne, 2 Päckchen Sahne steif, 30 Gramm Puderzucker, 1 Päckchen Vanillezucker, Saft von einer halben Zitrone und 5 Tropfen gelbe Lebensmittelfarbe. Puh. Weißt du noch, aus welcher Harry Potter Folge das war? Vielleicht weiß es ja einer von euch. Ich muss jetzt echt einmal die ganzen Harry Potter Filme wieder durchgucken. Ich wüsste nie, dass die irgendwas gegessen haben. Doch, immer wieder mal. Immer wieder mal, so im Hintergrund. Und naja, das macht jetzt Schatzi heute. Aber ich habe nicht nur dieses wunderschöne Buch aus dem Hehl Verlag. Ich habe noch ein anderes. Und dann mache ich heute auch noch was ganz was Leckeres. Mhm. Gut, dann schauen wir mal darüber, was Schatzi da vorbereitet im Thermi, im Thermomix. Mhm. Geiles Gerät, auch wenn wieder einige wapapap, aber es ist ein geiler Küchenhelfer. Geh mal rüber. Oh, was von den Zutaten hast du da jetzt schon alles rein? Wasser, Butter, eine Prise Salz und ein Zucker. Das wird jetzt heiß gemacht, weil das wird ja ein Brandteig. Ein Brandteig, okay. Ja, lassen wir uns überraschen. Aha, da ist der abbrennte Teig. Ja, da ist jetzt nur noch das Mehl, das Backpulver und die Stärke dazu kommen. Okay. Und jetzt sollte man das so 10 Minuten, Viertelstunde abkühlen lassen. Ah ja, okay. Gut. Übrigens, das hier brauche ich fürs andere Video. Okay. Also, damit es schneller auskühlt. Ja. Na, ich bin ja echt gespannt. Und während der Teig jetzt abkühlt, werde ich ein Paket aufmachen, das ich von Manfred und Doris bekommen habe. Und Leute, ich weiß wieder absolut nicht, was da drin ist. Es ist ein Riesenpaket, muss ich schon fast sagen. Und da gehen wir jetzt rüber und gucken, was da drin ist. Eieieiei. Tja, Leute, ich sagte ja, ein großes Paket. Sehr sorgfältig eingepackt. Also meine Pakete sind nicht so sauber eingepackt. Und tja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe echt absolut gar keine Ahnung. Ich liebe ja solche Überraschungspakete. Und die schaffen es ja grundsätzlich bei mir in der Video rein. Da steht schon was drauf. Oben, 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 oben. Also scheint hier oben zu sein, dass man es halt lesen kann. Ja, Leute, ich bin ja jetzt echt gespannt, was da rauskommt. Ach so, das ist oben. So ist oben. Jetzt.
Das Paket im Paket. Oh, Leute. Leute. Ich darf's nicht aufmachen. Ich würde mal sagen, das ist ein Geburtstagsgeschenk. Vielen, vielen Dank, sage ich jetzt schon mal. Tja, Leute, das heißt noch exakt eine Woche warten, bis ich das Paket aufmachen darf. Da halte ich mich natürlich dran. Ich freue mich riesig. Vielen, 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 vielen Dank. Sehr geil. Was geht hier ab? Kommen die Eier dazu? Komplett oder getrennt? Komplett. Also da ist der Brandteig jetzt wieder drin, oder? Ja. Okay. Also das Rezept ist jetzt sozusagen frei Schnauze abgewandelt auf den Thermomix. Ja. Ah ja. Sieht gut aus. Irgendwie wie Kartoffelpüree. Hm? Ah ja. Apfeln in Spritzbeutel. Oh Mann, ich bin ja so gespannt. Zu diesem Paket noch mal. Was haltet ihr davon, wenn ich vom 12. auf den 13. Februar nachts um 12 Mitternacht einen Livestream mache und da das Paket auspacke? Kommentiert doch einfach unten drunter, was ihr davon haltet und ob ihr dabei seid. Mhm. Also von diesen Backgeschichten habe ich ja eigentlich gar keine Ahnung. Da bin ich ja froh, dass Schatzi das macht. Und da gibt es jetzt lauter so schneckenförmige Teile, oder? Ja. Okay. Lass mal sie mal in Ruhe machen. Tja, da sind sie. Drei winzig kleine hat es noch gegeben. Wir wollen ja nichts verschwenden. Und wie lange in den Ofen? 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad. Okay. Tja, sie werden schon größer. Schatz, wie lange sind sie schon drin? 12 Minuten. Doch schon so lang wieder? Ja, gut. Na, Miezi-Katze, da guckst du, hä? Und geht wieder. Leute, wenn ihr möchtet, dass wir aus diesem Buch noch weitere Rezepte machen, sei es jetzt Umsetzung dann für die Feuerplatte, für die Pfanne, für einen ganz normalen Grill oder, weil da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten dafür, oder eben dann wieder Backvideo dazu machen, gibt es einen Daumen nach oben, schaut natürlich erst das Video fertig und kommentiert unten drunter und schreibt, ob wir das Buch noch weiter behandeln sollen. Und denkt dran, Harry Potter ist noch nicht out. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich sogar letztens erst was gelesen, dass sie eine Harry Potter Serie planen. Mhm. Also wenn die kommt, bin ich dabei, um sie anzugucken. Jetzt aber schnell. Oh, die sehen schon gut aus. Ja, der sieht ja aus wie ein Geier. Das ist das Probiererle nachher gleich. Mir waren die schon mal nicht durchgebacken und da konnte ich alle wegschmeißen. Also, du hast sowas Ähnliches schon mal gemacht? Ja. Also der ist schon natürlich recht dunkel, gell? Ja, der geht gar nicht und der geht eigentlich auch nicht. Ja, die probiere ich nachher mal. So, abkühlen lassen, weil jetzt Sahne drauf, haben wir nie Sahne. Nein, das funktioniert nicht. Zu warm. Also Leute, nachher geht's gleich weiter. Die Sahne wurde auch gerade schon geschlagen. Ist die jetzt mit der Lebensmittelfarbe? Ja. Du weißt schon, dass man sich in einen Kanarienvogel verwandelt, wenn man das isst. Probier mal die Sahne. Ein bisschen, nicht den ganzen Löffel, ein bisschen. Mmh. Schön zitronig. Und die werden jetzt aufgeschnitten und gefüllt, oder? Das ist mein Plan. Das ist dein Plan. Oh Gott.
Moment. Ja, dann gucken wir mal. Ich mach mal hier das zweite Licht an. Also ich gebe euch einen Tipp. Macht's ein ganz normaler Boller, so wie den. Der lässt sich nämlich besser schneiden. Aber die sehen interessant aus. Ja, finde ich den Fehler. Aber siehst mit einem ordentlichen Messer, das näht das auch. Und sind sie doch? Ja, schau mal, wie fluffig. Wunderbar. Ein Touch von nichts. Lecker Schmecker. Tja, und da kommt die Creme drauf. Schatzi, tu mir doch bitte mal auf den Missglückten auch was drauf. Ja. So. Sind die jetzt schon fertig oder kommt da noch was drüber? Also, eigentlich sind sie jetzt fertig. Gut. Weißt du, was da noch geil käme? So ein richtig geiler Zitronenzuckerguss. Ja, genau. Kalorien pur oder was? Mhm. Nee, da gehört kein Zuckerguss drüber. Nur ein Puderzucker? Ich mach jetzt einfach auf einen Puderzucker drüber. Um zu sehen, wie das dann ausschaut. Hier. Du musst jetzt nicht. Mir auch. So, Leute. Also, mein Mini-Kanarien-Windbeutel ist fertig. Und genau den probiere ich jetzt. Cheep. Mhm. Sehr geil. Top. Gut. Damit wären wir am Ende von unserem ersten Video angelangt heute. Sowie vom Harry Potter Kochbuch. Vom Inoffiziellen. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, dass wir noch mehr aus diesem Buch rausmachen, Daumen nach oben und in die Kommentare reinschreiben. Ja, und dann können wir uns überlegen, was wir aus diesem Buch als nächstes machen. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Tschaikowski, bis später.